Meine Damen und Herren, wie Sie mich hier so vor sich sehen, bin ich der Herr Vertreter der Weltfirma Fafafa. Die Firma Fafafa ist die alleinige Herstellerin der einzig echten Fafafa-Farben. Und ich stottere nicht, wenn ich Fafafa-Farben sage, denn sie heißen wirklich so. Wenn Fa gut ist. Dann ist Fafa besser. Und Fafafa ist beste Qualität. Naja, und jetzt werden Sie schon erahnen können, wie gut die Fafafa-Farben wirklich sind. Das Fafafa-Leinen eingeführt, welches auf den Fafafa-Rahmen gespannt und mit Fafafa-Bibi-Bildern für talentvolle Künstler gezeigt hat. Auf die Menge kommt es an. Ja, unterbrechen Sie mir nicht. Sie denken jetzt, dass ich Ihnen die Fafafa-Fabrikate verkaufen will? Mitnichten, meine Damen und Herren. Mitnichten. Nein, meine Firma erlaubt sich lediglich die allertalentiertesten, die allerbegabtesten Genies der Welt auszusuchen. Ja, darauf kommt es an. Nur Prominente kommen in Frage. So etwas gibt es noch. Ja. Alles ist einfach, bis du fachgestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick. Ellbogen raus und auf Opfer zielen. Damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen. Weiche Strafen für gewaltbereite Ausländer. No-go. Nein, wir sind keine Nazis. Auch wir trinken Kaffee. Togo. Alles nur gut gemeint aus Angst um unsere Blutsbrüder. Wir sind das Volk, wir sind nur besorgte Wutbürger. Ich weiß nicht, was ihr seht. Ich sehe nur gute Menschen, alle lieben Kinder. Alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Was? Homophob? Nein. Wir sind da für kranke Menschen, ja? Auch Schwule kann man heilen. Eine Hand wäscht die andere rein. Brownies backen für die Hochzeit. Schokoküsse teilen. Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe erklingt und das Brüderlein singt, ist das überhaupt nicht schlimm. Niemand schiebt hier irgendjemand ab. Alle lieben Aidin Döner, beste Soße der Stadt. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich sehe nur gute Menschen. Alle lieben Kinder. Alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Warum alles bleibt, wie es ist. Warum alles bleibt, wie es ist. Ich verstehe nicht, wie du das machst, was du mit mir machst. Ich mache gar nichts mit dir. Mach ich nicht. Ich mache, was auch immer ich mache und was auch immer du denkst oder fühlst oder was auch immer, das bist allein du. Allein du. Ich möchte dich ficken. Du bist ein glitzerndes, glänzendes Ding. Weißt du überhaupt, dass deine Schultern so nackt wie jetzt mit mir machen? Mit meiner Struktur, meinem
Inneren. Ich möchte aus deinem Haar und deinen Pupillen und deinen Rippen eine Brosche machen. Und ich weiß, das klingt scheiße, aber ich will die mir an mein Herz stecken und mein Blut auslaufen lassen. Oh, mir reicht's. Mir reicht's. Du bist es. Du bist es. Oh, lass uns alle raus jetzt. Lass uns alle raus jetzt! Welt, ich bin weg! Ich habe die Glockenblumen mitgebracht. Er musste sie mir einwickeln. Der kleine Mann musste sie mir für dich in braunes Papier einwickeln. Und ich habe daran gedacht, den ganzen Tag lang, dass ich dich ficken möchte. Rühr dich nicht! Rühr dich nicht eine Sekunde lang. Bleibst du bitte genau so, wie du bist. Du siehst absolut vollkommen aus. Kann ich? Du siehst absolut und total vollkommen aus. Bleib genau so, wie du bist. Kann ich nur kurz da aufräumen? Nein. Bist du? Das ist dein Körper. Der Schwung deines Körpers. Ja, aber... Der Schwung deines Nackens. Schwung? Ja, deine Hüfte, da. Das ist, so. Das ist nur meine Hüfte. Vollkommen. Ich bin nur... Ich werde mich jetzt bewegen, denn all das muss aufgeräumt werden. Du bist vollkommen. Und, ja. Was ist das? Ist das eine... Vollkommen. Nachtigall oder eine... Absolut vollkommen. Wein? Möchtest du Wein? Das ganze Essen lang konnte ich nur daran denken, wie ich dich nach Hause kriege und dich ficke. Der einzige Gedanke in meinem Hirn, den ganzen scheiß Käsegang über, war dieser Leberfleck auf deinem Kinn und wie ich ihn lecke. Du hast Unmengen Käse gegessen. Ich habe mir vorgestellt, wie ich deinen Leberfleck lecke. Du hast enorm viel Käse gegessen. Ich hatte mir fast Sorgen gemacht. Ich wollte schon Bedenken äußern. Du hast mir den Geschmack auf Käse glatt verdorben. Ich habe kaum eine Wassermelone geschafft. Willst du was trinken oder? Oh, ich kann kaum hören, was du sagst. Ich bin besessen. Ich habe kaum ein Wort gehört, das irgendjemand gesagt hat. Ich habe mir nur vorstellen können, wie ich dich zu Hause aufs Bett lege. Es wurde in Nordkorea geredet. Deine Lippen. Diese Lippen. Während dem Käse. Ich habe gedacht, du bist voll dabei. Ich habe gedacht, du bist ganz gefesselt. Es wurde über Straflager und Massenmord gesprochen. Über Völkermord. Du hast ergriffen gewirkt. Ich habe mir vorgestellt, wie ich dich zu Hause aufs Bett lege. Als es um die Familie ging, den man alle Finger abgeschnitten hatte, da habe ich gedacht... An dich denken. Ich habe gedacht, dir kommen gleich die Tränen. Wie ich dich hinlege und dich ficke. Und dich ficke. Wie ich dich hinlege und dich ficke. Oder? Kein Oder. Oder? Es gibt kein Oder, es ist alternativlos. Ja, aber ich will dich ficken. Oder mit mir? Mit dir ficken. Ich will mit dir ficken. Ja? Ja. 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 Und dich küssen. Ich will dich küssen. Wir. Ich will, dass wir uns küssen. Dich küssen ist gut. Dich küssen und umarmen und meine Hand auf deine Pobacke legen. Es ist das Legen. Legen, das legen. Ist irgendwie so, ja, legen, das klingt so, ich weiß nicht, legen. Legen, 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 legen. Nein, nein, legen. Nein, okay, nein, du hast recht. Legen ist gut, legen ist schön. Du legst deine Hand auf meine Pobacke. Oh. Und ich will dich küssen. Ja. Ich will dich küssen und dich an mich drücken. Oh, darf ich drücken sagen? Wenn ich gedrückt werden wollte, was ich, wenn ich drüber nachdenke, auch will, also ja. Echt gut. Drücke dich so scheißfest an mich. Ja, mach weiter. Dass wenn du dich wieder von mir löst, meine Spuren überall auf dir sind. Und meine auf dir. Wie ein Abdruck. Und ich bin auf dir. Oh, und ich küsse deinen Nacken. Meine Spuren sind auf dir, obwohl... Oh, ich küsse heftig und fahre mit meinen Händen deinen Körper rauf und runter. Wieder und wieder und wieder. Und ich bin auf dir. Und du bist auf dir. Ich bin auf dir. Und ich will fühlen, wie du bebst. Was? Also auf eine gute... tolle Weise bebst. Okay. Und dann
Dann werde ich dich aus deinem Kleid schälen. Langsam. Jetzt lach nicht. Nein, ich lach nicht. Und du? Ich lach nicht, aber ich bin auch keine Kartoffel. Du kannst mich aus meinen Kleidern schälen. Du bist aber auch keine Kartoffel. Das ist nicht Kartoffelsex. Ich küsse dich überall. Mm. Überall. Und dann werde ich deine Beine spreizen. Oh. Oder du wirst sie spreizen. Also, wenn du bereit bist, sie zu spreizen. Oder du könntest deine spreizen. Oder, ja. Oder ja, vermutlich könnte ich meine spreizen. Ja, warum spreizst du nicht deine? Okay, ja, okay, ich werde meine Beine spreizen. Ja? Ja. Ja, spreiz sie. Aber erst könntest du deine Beine spreizen? Nein. Schon gut. Spreiz sie. Ich will sie nicht spreizen. Können wir nicht spreizen sagen? Du willst sie nicht jetzt spreizen? Das hört sich an wie Getreide, oder? Öffnen. Ja. Ja, öffnen. Öffnen ist gut. Öffnen. Also du öffnest, wir öffnen beide, aber ich öffne deine Beine. Du öffnest meine Beine. Deine Beine und ich will dich lecken. Ich werde meine Zunge rausstrecken und dich lecken. Ich werde dich auch lecken. Okay. Ja, ich werde meine Zunge rausstrecken. Und meine Zunge ist tief in dir. Und ich werde meine Zunge tief in dich tun. Und meine Finger sind jetzt tief in dir. Und ich werde meine Finger tief in dich tun. Und wo sind deine Finger? Tief in deinem Mund, deinem Arsch, deinem... Na, sag nicht Arsch. Hintern. Sag nicht Hintern. Deiner Hintertür. Ich habe meine Hand tief in dir. Dann habe ich meine ganze Faust tief in dir. Du magst das. Oh, ich bin ambivalent. Dann nimm deine Hand da raus. Ich werde dich ficken. Ich werde dich direkt zurückficken. Und ich werde meinen Schwanz nehmen. Und ich werde meine Vagina nehmen und sie auf dich tun. Zuerst. Was war das? Ich war zuerst da. Ja? Ja, ich bin auf dir, bevor du in mir bist. Ach ja? Ja, ich werde meine Vagina nehmen. Moment mal. Ich nehme meine Vagina. Du kannst deine Vagina nicht nehmen. Ich nehme meine Vagina. Du kannst ein Loch nicht nehmen. Meine Vagina ist ein Organ. Meine Vagina ist kein Loch. Es ist so eine Frechheit. Du hast Glück, dass du überhaupt in der Nähe bist von meinem Organ. Dein Organ ist auf meinem Organ. Mein Organ ist auf deinem Organ. Dein Organ ist auf meinem großen, harten Organ. Es ist ganz und gar drauf. Ja, ich stoße. Ich stoße zurück. Und ich stoße. Und ich ramme wieder runter mit meinem Organ. Und ich bin... Und ich umschlinge dich. Oh, und ich umschließe dich. Oh, mich. Okay, und ich verzehre dich. Oh, Baby, verzehre und nenn mich nicht Baby. Und ich verschlinge dich. Ich mache dich zu meinem Dildo. Ja, der so. Und ich zerschneide dich. Ich zerschneide dich in verfickte Einzelteile. Ich zerschneide und zerschnetze dich. Und das ist dein Alter. Und ich quetsche dich. Ich quetsche dich total. Und ich spring dich und verberg dich und mampf dich. Naja, das und, ist nicht, was ich... Und ich umklammere dich und ich verberge dich und ich sauge dir das Leben raus mit meiner enormen, methodisch gebauten, wunderbaren, allmächtigen Vagina! Ja! Alles gut? Alles okay? Nein? Ich bin nur ich. Nein? Dann werde ich deinen Penis nehmen und... Entschuldigung. Ich bin nur ich. Mit dem M. Ich habe das Gefühl, ich... Entschuldige, ich werde meine Vagina entfernen von deinem Penis, okay? Nett, dass du gleich gekommen bist. Aber ich bitte dich. Doch. Ich weiß, es war nicht so einfach für dich. Ich weiß, die Kinder und... Schon gut.
Es klang ziemlich dringend. Naja. Hast du jemanden gefunden? Was? Für die Kinder. Ja, ja. Alles in bester Ordnung. Ja. Außerdem ist Charlotte kein Baby mehr. Nein, nein, nein. Willst du dich nicht setzen? Ja. Ja. Warum nicht? Ja. Ja. Gleich. Judith ist im Krankenhaus, hat Nachtdienst und die Kinder sind hier oben. Mhm. Ja. Ich muss mit dir reden, es ist wichtig. Schieß los. Ja. Du siehst mitgenommen aus. Wo fehlt's denn? Doch nicht wegen dir und Emma. Ich weiß das alles. Ja. Das habe ich gehört. Ah. Na, also, so wichtig ist das ja nicht. Ist schließlich schon Jahre her. Es ist aber wichtig. Tatsächlich, warum? Ich dachte, ich würde verrückt. Wann? Heute Abend, jetzt gerade. Ob ich dich anrufen sollte, ich musste dich anrufen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich es über mich brachte. Und dann warst du mit den Kindern. Ich dachte, ich könnte dich nicht sehen. Ich dachte, du bist krank oder irgend sowas. Aber ich bin sehr dankbar, dass du gekommen bist. Wirklich. Nur hör schon auf. Lass endlich hören, was du zu sagen hast. Ich weiß nicht, warum sie es dir erzählt hat. Ich weiß nicht, warum sie es für nötig gehalten hat, dir nach all den Jahren dir davon zu erzählen. So, hör mal. Ich weiß, du hast... Also, ich habe sie heute gesehen. Wir haben uns getroffen. Ich habe sie nicht. Ich habe sie seit Jahren nicht. Und sie hat mir erzählt, dass es zwischen euch Ärger gegeben hat und so weiter. Ich meine, ich weiß das. Es tut mir leid. Braucht dir nicht leid zu tun. Wieso nicht? Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie es für nötig gehalten hat, nach all den Jahren dir davon zu erzählen, so plötzlich gestern Nacht. Gestern Nacht. Ohne mich vorher zu fragen. Ohne mich auch nur vorzuwarnen. Schließlich sind wir beide... Sie hat mir nicht gestern Nacht von euch beiden erzählt. Was soll das heißen? Ich weiß, was sich gestern Nacht abgespielt hat. Sie hat mir davon erzählt. Ihr seid doch die ganze Nacht aufgewesen, oder etwa nicht? Stimmt. Und sie hat dir gestern Nacht von uns beiden erzählt, oder etwa nicht? Nein, hat sie nicht. Sie hat mir nicht gestern Nacht von euch beiden erzählt. Sie hat mir vor 4 Jahren von euch beiden erzählt. Was? Deshalb brauchte sie mir gestern Nacht ja auch nichts mehr von euch beiden zu erzählen, weil ich es ja schon wusste. Und sie wusste, dass ich es wusste, weil sie es mir vor 4 Jahren selber erzählt hat. Was? Ich glaube, ich setze mich lieber. Ich dachte, du wüsstest das. Wüsste was? Dass ich wusste, dass ich es seit Jahren wusste. Ich dachte, du wüsstest das. Du dachtest, ich wüsste es? Sie sagte, du wüsstest es nicht. Aber ich habe ihr das nicht abgenommen. Wie dem auch sei, ich dachte... Du wüsstest es, aber du wusstest es gar nicht. Sie hat es dir erzählt. Wann? Naja. Ich bin dahinter gekommen. So war's. Ich habe ihr erzählt, dass ich dahinter gekommen sei und dann hat sie die Tatsachen bestätigt. Wann? Das ist schon lange her, Jerry. Aber wir haben uns doch getroffen in der letzten Zeit. So oft in den letzten 4 Jahren. Wir haben zusammen gegessen, Mann. Aber nie Squash gespielt. Ich war dein bester Freund. Sicher, ja. Warum hat sie es mir nicht erzählt? Ja, mein Lieber, das darfst du mich nicht fragen. Warum hast du es mir nicht erzählt? Ich dachte, du wüsstest es vielleicht. Aber du warst schließlich nicht sicher. Du wusstest es nicht. Nein. Warum hast du es mir da nicht erzählt? Ach, was erzählt? Dass du es wusstest, du Scheißkerl! Nenn mich nicht Scheißkerl, Jerry! Was machen wir jetzt, Flo? Du und ich, wir machen jetzt gar nichts. Meine Ehe ist hin. Ich muss die nötigen Regelungen treffen. Wegen der Kinder!
bist nicht auf die Idee gekommen, es Jude zu erzählen. Judith, was erzählen? Oh, über dich und Emma? Meinst du, sie wusste nichts davon? Bist du da ganz sicher? Nein, ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, es Judith zu erzählen. Du verstehst anscheinend nicht. Du scheinst nicht zu verstehen, dass mich die ganze Sache einen Dreck schert. Es geht mir dabei nicht um Moral. Aber du hast sie auch jahrelang betrogen, oder etwa nicht? Oh ja. Und sie hat nichts davon gewusst. Ach nein? Ich jedenfalls nicht. Nein! Du! Du hast überhaupt nicht viel gewusst, was? Nein. Doch, hast du. Doch, habe ich. Ich habe schließlich mit ihr gelebt. Ja. Ja. An den Nachmittagen. Ziemlich lange Nachmittage manchmal. 7 Jahre. Bla, 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 bla. Ja. Darüber wusstest du sicher alles, was es zu wissen gab, hä? Über 7 Jahre Nachmittage, hä? Ich weiß darüber gar nichts. Ich hoffe, sie hat dich gut versorgt. Früher haben wir uns gemocht. Das tun wir immer noch. Kürzlich bin ich dem alten Casey begegnet. Ah, ja. Ich glaube, der hat auch was mit meiner Frau. Wir haben seit Jahren kein Squash mehr gespielt, ja. Casey und ich. Hm? Ja, ja, wir waren ja verdammt gute Spieler. Ja, er ist dicker geworden. Ja, fand ich auch. Ja, 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 ja. Er hat das Beste hinter sich. Tatsächlich. Findest du nicht? In welcher Hinsicht? Sein Werk, seine Bücher. Oh ja, 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 seine Bücher, seine Kunst. Ja, ja, seine, ja, Bücher scheinen nachzulassen. Ja, 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 ja. Verkauft sich immer noch gut. Und verkauft sich sehr gut. Verkauft, ja, sich in der Tat äußerst gut. Ja, ja. Gut für uns. Ja, gut für dich und gut für mich. Gut, ja. Ja. Irgendjemand hat mir erzählt, dass vor ein paar Tagen, als Casey oben in York war, um eins seiner letzten Bücher zu signieren, ja, in einer Buchhandlung, zusammen mit Barbara Spring, dass die Leute stundenlang Schlange standen, damit er ihnen sein Buch signiert, aber nur eine alte Frau und ihr Hund wollten eine Widmung von Barbara Spring. Also, ich meine, wenn man mich fragt, ich finde Barbara Spring gut. Du nicht? Doch! Barbara Spring! Ja. Aber mit Casey sind wir beide gut dran, oder? Sehr gut, ja. Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten Bücher gelesen? Ich habe Yeats gelesen. Ah, Yeats. Gut. Damals auf Torcello hast du Yeats gelesen. Auf Torcello? Ja. Erinnerst du dich nicht? Ist Jahre her. Du bist früh morgens allein nach Torcello gefahren und hast Yeats gelesen. Ja. Das stimmt. Ja. Das habe ich dir erzählt. Ja. 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 Wo fährst du diesen Sommer hin? Du und die Familie? Zum Lake District. Gut. Die geht mir so am Arsch! Haben jetzt doch einfach nicht geschmeckt. Dieser Dinkelscheiß, der schmeckt mir nicht, okay? Mir schmeckt das nicht. Hast du es gemerkt? Ha? Hast du es gemerkt? Sowas von typisch, oder? Ich meine, gibt's das? Ha? Ist das ein Grund zum Heulen? Ha? Sag's mir, ist das ein Grund? Ja, soll's halt zum Heulen anfangen, wenn sie das so traurig macht. Ja,
Das ist ein Grund, oder? Wenn der Jude das Essen nicht schmeckt, ja bitte, soll sein heulen! Die hat ja gar nicht geheult. Nein, aber fast. Du musst ja nicht bei denen, David. Ich sag's dir, das ist eine Schaumstoffzelle. Ich lebe in einer Schaumstoffzelle. Oh Gott, irgendwann schluckt mich das. Oh, sie muss immer heulen. Und er ist so gestresst und dann heult sie für ihn gleich mit zum Durchdrehen, echt. Und du hast ja nie Zeit, nur mehr lernen. Und ich? Was mach ich? Das waren jetzt 8 Wochen, David. Wir müssen wieder. Ich komm zu dir. Ich komm auf Besuch, David, okay? Wieder engagieren. Engagieren, so nennt er das. Ich habe mich so zurückhalten müssen. Ich muss mich dauernd zurückhalten, immer zusammenreißen. Weißt du, wie ich mich in den letzten Wochen zusammengerissen habe? Wenn ich der Paul... Bitte wer? Ja, der Paul. Ja, das hat sich halt so... Ja, das hat sich halt ergeben. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie, du hast nie Zeit. Ich meine, ich muss ja auch. Ja... Nichts Ernstes. Aber wann kann ich denn kommen, David? Wann? Wenn die Abschlussarbeit fertig ist. David, verarsch mich nicht. Ich meine das ernst. Ich halte hier die Stellung oder in dieser Scheißzelle. Mich schluckt das. Ich brauche Urlaub, David, und du verarschst mich. Judith. Nix, Judith! Er hat schon ganz durchsichtig. Komm her. Du, nächste Woche mal, okay? Oh, weißt du, wie die mich immer drückt? Ich lass sie aber nicht mehr. Juju. Du kleiner, süßer Schnuckelputz. Ich erdrück dich. Mit meiner Liebe. Ich erdrück dich. Du entkommst mir nicht. Ich drück dir das Genick ab. Vor lauter Liebe. Da kommt's mir. Echt, da kommt's mir. Soll ich dir mal was sagen? Das war ein Fehler. Das war der größte Fehler überhaupt. Ich war so naiv damals, so naiv. Ich sag ihr das. Was? Na, das. Ach, das. Ja, das. Ich sag ihr das noch. Ich erzähl ihr das noch. So naiv. Mutter und Frauen. Mutter und Tochter, Frauen. Das ist eine Bindung. Das ist eine Energie. Ein Scheiß ist das. Das schlechte Gewissen, sonst nichts. Mann, wie kann man nur so naiv sein und sowas erzählen? Ich meine, ich schlag auf die Matratze! Ich schlag auf die Matratze! Ich schlag auf die Matratze! Ja. Und dann sage ich ihr noch, hey, du musst dir jetzt ja keine Sorgen mehr machen, weil ich bin ja jetzt eh in Therapie. Naja, das ist hart. 2 Kinder in Therapie, das ist verdammt hart. Da fragt man sich schon, was haben wir falsch gemacht? Ich meine, Judith, schau uns an, da fragt man sich schon. Ich könnte die Zigaretten heute wieder fressen, ne? Sieh mal eine Zigarette für mich? Du? Ja, war ja klar. Schaumgebremste Riesenbabys. Hm? Tja, Judith, man muss sich alles selber machen. Ja, ganz genau, alles selber machen. Das war unsere Geburtsstunde, Judith. Wir, also Spider-Man und Catwoman, tragen die Ressourcen einer neuen Politik. Die Welt wird gecoacht, auf unsere Art, und kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Die Zeit ist reif. Jetzt und schon lange und bevor es richtig weh tut, besser heute als morgen und solange die Welt noch steht. Wir werden, Judith, wir werden ein globales Erwachen einleiten. Für die Jungen und die Alten und die Schläfer. Die werden erwachen oder brennen, Judith. Judith. Ja. Aber vom Pauli erzählst ihr schon gern, oder? Ja, und? Überleg mal, kann das sein, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist? Finde ich nicht.
dass du vor deiner Mutter dein Sexualleben... Also bitte, Sexualleben. Was ist denn daran Sexualleben? Ich habe nur gesagt, dass der Pommich... Ja, okay, Sexualleben. Aber keine Details. Ich meine, ich will das vielleicht auch mit wem teilen. Dass der Pauli dich besser fickt. Sag, spinnst du? Aber darum geht's, Judith, hier, dass der Pauli dich besser fickt. Ja, sag's doch noch ein paar Mal. Hm? Gern, der Pauli fickt dich besser und die Mutti freut sich. Ja, ja. Ganz genau, der Paul, der fickt mich besser. Ja, und wie das kannst du dir gar nicht vorstellen in deinem Sexualleben. Der fickt wie ein Gott. Ja, der fickt wie ein Gott. Schon blöd, wenn man kein Sexualleben hat, oder? Da hab ich lieber keins. Hast ja auch nicht, David. Leider. Mich kotzt das an, Judith. Du machst das immer und ich sitz daneben und ich grins brav. Du breitest dein Sexleben aus und ich, hä? Was ist mit mir? Frag mich, wer? Ja. Willst du das? Soll ich dich heute beim Abendessen fragen? Judith Wehe, das ist ganz allein meine Show. Meine. Okay, ich halte mich zurück. Versprochen. Judith, weißt, je durchsichtiger du wirst, desto mehr werd ich zum Vakuum. Ich zieh's zusammen, ich werd zum Punkt, nicht nur vor denen, überhaupt. Du lässt alle reingucken, machst dich durchsichtig wie Glas, lässt alle rein, aber ich löse mich auf. Ich mich doch auch. Nein, anders, Judith. Ich bin ein einzelner Kopf. Schwerelos im Universum. Um mich herum nichts. Alles ist leer. Und in meinem Kopf ist ein Vakuum und dann macht's plopp und ich bin weg. Ein Punkt, der verschwindet und weg. Du bist der Kopf und nicht der Bauch. Ich bin nicht nur der Kopf, Judith. Unsere Sollbruchstellen, die sind anders. Du kannst nach außen brechen. Bei mir geht's nach innen. Du kannst explodieren. Aber ich brech nach innen, Judith. Ich explodiere nicht. Ich implodiere. Aber David, wir sind doch zu zweit. Zu zweit brechen wir nach außen. Zu zweit explodieren wir. Ha? Zwei Bomben, du und ich. Was tät ich denn ohne dich? Wen würde ich anrufen? Wen? Den Pauli. Ach, der Pauli, das ist doch was ganz anderes. Ich werde dich immer anrufen. Der Pauli ist ein Weichei, das ist alles. Das ist echt mies. Das ist sowas von mies von dir, David, echt. Wow. Du bist sehr links. Bravo. Du bist echt ein linkes Arschloch. Jetzt pass mal auf, ja? Du kennst dich einen Scheiß aus, ja? Ach, einen Mann. Scheiß. Das hat mit Linkssein einen Scheiß zu tun. Der Pauli ist ein Spießer, verstehst du? Eine Integrationsnutte, der dreht sich mit dem Wind. Dass du homosexuell bist, das stört den doch gar nicht. Echt nicht. Bitte, was hast du gemacht? Sag mal, spinnst du vollkommen? Du hast ihm das gesagt, oder was? Bist du vollkommen, Judith? Du. David, jetzt reg dich mal wieder ab, ja? Ich wollte es halt vorher abklären. Weißt du, mir ist das wichtig, nicht so ins Blaue hinein. Ist dir klar, dass mir das so wichtig ist, dass ich... Du bist total wahnsinnig! Wie kannst du das machen? Wie kannst du das machen, ohne mich zu fragen? Judith, dir gehört einen in die Fresse für so viel Blödheit. Das gibt's ja nicht! Du bist sowas von unpolitisch, eine superlinke Schwuchtel! Hey, das mit dem Pauli ist ein Scheiß, ich weiß es eh. Der Sex mit dem ist auch total beschissen. Der Fick total beschissen. Oh Gott, David, das ist doch alles ein verfickter Drecksscheiß. Warum suche ich mir eigentlich immer so beschissene Typen? So verfickt beschissene Typen, die so beschissen ficken. Aber ich bin halt so. David, ich bin wie eine Bombe. Ich gehe dauernd hoch. Bei mir ist das so, boom, und lieben, boom, und lieben, boom, 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 wie eine verfickte Bombe. Ich gehe dauernd hoch. Oh Gott, wie ich mich dafür hasse. Oh, aber ich bin halt so wie eine Bombe. Boom, und lieben, boom, und lieben, boom, 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 boom. Da muss die Catwoman noch ordentlich an sich arbeiten. Boom und lieben, was für ein Scheiß. Das waren nur Fingerübungen, Judith. Viel zu leise. Wir müssen ganz laut. Eine riesige Bombe.
Netzwerke, Judith, es gibt Netzwerke da draußen und die warten nur mehr darauf, dass was passiert. Ein Zeichen, nur ein Zeichen und die Zellen, die schalten sowas von schnell. Wir müssen die Schläfer nur aufwecken und dann geht die Bombe hoch und dann crasht es überall. Netzwerke, Judith. Ich hab's Mutti und Papi gesagt, ich hab Netzwerke. Die fühlen sich so sicher, die fühlen sich alle so sicher. Die wissen gar nicht, wo die Gefahr sitzt. In ihren Wohnzimmern. Ich bin sowieso viel zu sexy für die alle. Wir müssen nur laut sein, Judith. Die sind da draußen, die schlafen nur. Ich weiß das, ganz bestimmt schlafen die nur. Die schlafen nur. Die waren halt müde. Die sind vorm Fernseher eingeschlafen. Und die warten auf uns. Verdammt, ich bin an meine Ressource. Ich bin die Ressource. Ich bin dran an mir. Ich bin der Spider-Man! Die Welt geht unter, Gabi, die Welt geht unter und die Mutti, die spürt das. Wir sind Helden. Komm her, du bist total schön. Wir sind Helden. Sein kannst, überall über Kreon und seine gesamte Familie herzuziehen. Der Mann hat hier was zu sagen. Er ist der König, verdammt nochmal. Und dann wunderst du dich, dass sie dich abschieben. Du feiger, plumper, hinterfotzger Sack. Nee, obwohl das letzte Wort bei Gott nicht passt zu einem Mann, der davon ja so wenig hat. Wie traust du dich denn überhaupt noch her? Nee, doch bin ich froh, dass du gekommen bist, hab ich dir doch noch allerlei zu sagen und ich hoffe sehr, dass dich die Wahrheit trifft. Was außer Zweifel steht, ist doch, nur ich hab dich in Kolchis aus der Not gerettet. Das ja, goldene Vlies bekamst du nur durch mich. Ja, und die Flucht vom Heer gelang dir nur durch mich. Und zurück nach Iolkos kamst du wieder nur durch mich. Und wer wurde dort am meisten zum Gespött? Ich. Wer hat denn Land und Haus verlassen, Jason? Du. Ich. Die Schwester dort im Stich gelassen? Ich. Den Vater und den Bruder auch verraten? Ich. Ist blind vor Liebe, wirklich blind vor Liebe, einem Hampelmann gefolgt. Gutgläubig bis nach Iolkos mitgekommen? Ich. Und wer fuhr da den Karren wieder in den Dreck? Nur du. Wasser. Ja, wer bat mich, einen Plan zu schmieden? Du, wer wollte den König dort ermordet haben und damit das Land regieren? Du, und wer durfte dann hinterher wieder fliehen? Wir! Es fällt mir keine Schandtat ein, die ich nicht schon für dich begangen habe. Und nichts an Wert, das jemals ich besessen, das ich nicht hingegeben hätte für dich. Und jetzt wirfst du mich weg? Für jüngeres Fleisch? Nein, du hast dein Wort der Treu gebrochen. Mein Leib besudelt und mein Herz verätzt. Die Lippen mir mit deinem Kuss entzündet und willst mir helfen. Bravo. Wo soll ich denn hin? Um deinetwillen finde ich nur noch Hass.
Sag mal, weiß deine neue Braut eigentlich, was du mir einst versprachst und sie von dir nun zu erwarten hat? Ich meine, die eigene Frau lässt aus dem Land erjagen, als Bettlerin, 2 Kinder im Gepäck. Mein Gott, warum lässt der Diamant sich auf den ersten Blick von Schlacke unterscheiden? Doch nicht bei Mensch. Ob Edelstein, ob Dreck. Herrgott nochmal. Findest du nicht, dass du deine Verdienste ein bisschen übertreibst? Du hast mir einmal geholfen, ja, einmal. Früher, ja, vor langer Zeit. Niemand streitet das ab, dafür bleibe ich dir auch dankbar. Aber haben meine Freunde und ich nicht wenigstens auch ein bisschen dazu beigetragen? Und darf ich nicht wenigstens diesen klitzekleinen Verdienst für mich in Anspruch nehmen, dass, ja, dass ich dich nicht auf einer von den tausenden von Inseln, an denen wir vorbeigefahren sind, einfach ausgesetzt habe? Was? Wie meine Freunde es dauernd von mir verlangen. Prinz, ja, ich habe mein Wort gehalten, so gut es ging, Medea. Und wenn das hier eine Ehe ist, dann ist doch jeder Bürgerkrieg auch eine. Da änderst du mit deinem ständigen Rumgeheule über früher auch nichts dran. Oder nein, reden wir doch mal von früher. Bitte. Also. Au! Oh! Könnten wir dieses idyllische Bild von deinem Land bitte endlich mal zu den Akten legen? Ich meine, von Milch und Honig ist mir da nicht viel aufgefallen. Ich habe im Leben noch kein so trostloses Kaff gesehen. Du kannst verdammt froh sein, dass wir dich aus diesem Scheißloch rausgeholt haben. Wir haben dich befreit. Und hier wissen die Leute, wer du bist. Sie haben dich geehrt. Ja, ist doch so, oder? Sie hatten einen regelrechten Narren an dir gefressen. Und wenn du... Und wenn du dir ein klein wenig mehr Mühe gegeben hättest, dann hättest du sofort verstanden, dass das von meiner Seite aus ein ehrlicher Vorschlag zur Güte ist. Die beste Lösung für uns alle. Santaria, Sicilia, Shemot goma midis, Meshinia, Sicilisa, Zamtashiron mitis. Meshinia, Sicilisa, Zamtashiron mitis. Shashanu prosashineli, Zivikari chroda. Magramashin chentaita, Sular meshinoda. Ich weiß auch noch nicht, wohin wir gehen. Ich bin schon froh, dass es noch Wege gibt, dass ich noch einmal auf Bewährung draußen bin und wir beide neue Wege gehen. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Liebling! Oh! 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 Boah, es muss was geschehen, so gehe ich kaputt. Und du auch. Ich habe wirklich getan, was ich konnte. Aber wir leben in einer Hölle, du und ich. Und die Kinder erst. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber hey. Lass uns Freunde bleiben. Ich will dich nicht verlieren. Schau, ich werde nochmal zu Kreon gehen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Und die neue Ehe. Ich meine, ey, begreif mich doch.
neue Ehe, die wird uns endlich die Möglichkeit geben, unsere Kinder so erziehen zu lassen, wie es ihnen zusteht. Sie sollen das Land doch nicht wegen dir oder mir verlassen müssen, oder? Schau mal, am liebsten sähe ich's. Jetzt hör mir doch mal zu. Komm. Am liebsten sähe ich sie zwischen ihren zukünftigen Halbbrüdern und Halbschwestern erzogen. Als Prinzen. Ne? Wie es ihnen zusteht. Aber da will ich dich auch mit dabei haben. Ich will keinen von euch dreien verlieren. Schon wegen allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Was ich wirklich, wirklich will, ist ein großes Glück, wo keiner den anderen im Stich lässt, wo jeder dem anderen zur Seite steht. Verstehst du? Ist das denn so schwer zu begreifen? Aber dazu musst du aufhören, hier die ganze Zeit so herumzuwüten. Aber ja, Jason. Ja? Wenn du nun wirklich so grundehrlich bist, warum verschwiegst du dann die neue Braut so lange vor deinen Kindern und vor mir? Ja, warum kamst du denn nicht früher zu mir, um mir den Nutzen der Verbindung zu erklären? Ach, und dann hättest du keinen Aufstand gemacht, ja? Wo du deine Wut doch jetzt schon kaum beherrschen kannst. Nicht, weil ich wütend hast uns betrogen, sondern vielmehr, weil du jetzt uns auch nicht jünger wirst. Ja, ein Mann wie du, der lässt eine Frau wie mich dann eben stehen. Ja, ja, so dein Klotz am Bein, der grause Störenfried, die fremde Ich, die du seit Jahren schon miedest, bei all deinen neuen Plänen, die du schmiedest. Ich kann König werden, verdammt nochmal! Ich kann endlich unsere Zukunft sichern! Für die Jungen wird gut gesorgt, solange sie leben. Welche Mutter würde verhindern, dass ihre Söhne Prinzen werden können? Du freust nicht die Frau, du freust die Krone. Und sag mal, weiß sie das eigentlich auch schon? Wie heißt sie gleich? Da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ich rede doch nicht mit dir über sie, sonst schnappst du mir komplett über. Das arme Mädchen hat nicht mal einen Namen. Du weißt genau, wie sie heißt. Kräuser, ha! Reiß dich zusammen, dann kannst du bleiben. Ich bin bereit, Unterhalt zu zahlen. Verlang so viel du willst. Ja, so ein Glück, das mich zerstört, verlockt mich nicht. Und Geld, das mich entehrt, das nehme ich nicht. Komm, jetzt sei doch vernünftig und schütt nicht gleich das Kind mit dem Bade aus. Du hast dein Glück gemacht. Ich stehe allein, verraten und verlacht. Das ist deine eigene Schuld und von niemandem sonst. Bin ich sie freit? Verstoß ich dich? Für wen? Du hast den König bedroht und verflucht. Du siehst in mir den Fluch. Für dich und für uns. Belvedere, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Lieber lasse ich meine Kinder mit dir gehen, als zuzusehen, wie sie zwischen dir und mir zermalmt werden. Ich werde meine Freunde bitten, dir beim Packen und Umziehen zu helfen. Und lass mich wissen, was du von mir haben willst, ja? Sei unbesorgt, ich werde nicht geizig sein. Oh, geht's noch so schlecht? Tut man nicht gut daran? Nimmt man von einem Schurken Hilfe an? Ach, Medea, ich kann's doch nicht ändern! Ich rufe deine Götter zu Zeugen, den Himmel, das Gras, das Wasser, dass ich versucht habe, dir zu helfen und dich in allem zu unterstützen, aber du schlägst alles aus. Dein Hochmut wird dir noch leid tun. Kinder werden älter, weißt du? Und wenn sie erwachsen sind, dann sehen sie die Dinge oft ganz anders, als du es ihnen einflüsterst, solange sie noch an deinem Rockzipfel hängen. Dann hau doch ab! Ja, kriech zu deiner neuen Braut, du alter Bock, bevor die kranke Geilheit, die das Hirn und Gemächt total zerfrisst. Bei deinen Göttern, du magst wieder freien, doch eines Tages, Jason, wirst du das bitter bereuen. Ich bin zu haben und für noch mal, ob wir glücklich sind, ob wir glücklich sind.
Aha. 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 I like it. Aha. 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 I like it. Aha. Aha. That's the way, I like it, Ja, ist das hier eine Diktatur oder was? Ja? Ja? Wir nennen euch Gesinnungsschweine, Opportunisten und Kinderschänder. Wir verfluchen euch aus dem Giftschrank heraus, hier oben. Habt ihr nichts zu suchen. Hier herrschen nur Spiel und Schmerz und Spaß. Keine Regeln engen uns ein. Und wenn doch, dann haben wir sie nur aufgestellt, um sie im Verstoß zu ändern. Verstanden? Ich weiß, dass diese Kunst ist. Dass ich in ihr stehe, wie mein Auge in seinem Gesichtsfeld. Ja, dass etwas an ihr problematisch ist, was wir ihren Sinn nennen. Aber, dass dieser Sinn nicht in ihr liegt, sondern außer ihr. Und dass dieses außerhalb das Versprechen und das Verhängnis der Kunst ist. Was ist passiert? Haben wir uns wirklich selbst zerfleischt um Kopf und Herz und Kragen? Ja, sind wir denn wahnsinnig? Ich erkenne, was geworden ist und heiße es nicht gut. Furcht und Schrecken sind von der Bühne direkt auf die Straße verschickt worden und treiben dort ihr wirkliches Unwesen. Hier oben herrscht jetzt Totenruhe. Und unten bei euch wildert die Vernichtung. Ja, da glotzen die Ideologen, was? Kommt, steht auf. Glotzt. Jetzt sitzt sie unter Leichen und Kriegern, zwischen stahlaufgetakelten Türmen, neben zwangszweckentfremdeten Märkten, auf der Halde des Traumes und fremd erscheinen euch und verdorben der Musiken Dinge. Was seid ihr denn so ängstlich? Ihr habt mich doch längst besiegt, ich kann doch gar nicht da sein. Oh. Und doch, hier bin ich. Hier bin ich und spreche mich aus. Gegen jegliche Beschränkung durch die Monster eurer Interessen, die da wären Ideologie, Staat, Moral, Politik, Ausschluss, Abschluss, Perfektion, Markt, fehlende Kommunikation, Machtmissbrauch. Und als ihr dann an die Macht kamt, da waren die Kunst und ihre Utopie eure ersten Opfer. Uns habt ihr vor allen anderen an die Wand gestellt. Und wieso? Wieso? Wieso wollen alle Diktatoren denn immer erst einmal Künstler sein? Weil wir, ja, weil wir, und das spürt ihr, weil wir selbst schuldig sind, wir erschaffen und deshalb zerstören wir auch. Seit jeher haben sich Kunst und Macht gegenseitig infiziert. Der Wille zur Form wurde in irgendwelche lächerlichen Ämter gehievt, sofort zum Willen zur Zucht. Und der Wille zur Zucht sah sich immer schon als größten und genialsten Formalisten. Selbst wenn ihr das alles nicht wisst, spürt ihr es. Ihr spürt die böse Kraft in uns, denn die kennt ihr von euch selbst. Ja, ich bin das Böse, das Kalte. Singe euch das kalte La-La, was ich damals verbrochen, in jener von Regen und Nacht schwarz lackierten Gasse. Es bleibt im Verborgenen, aber sichtbar. Und hell erleuchtet ist alles, was ich machen könnte. Es ist, als ob eine Malerin, die ihr so kostbaren Farben Grün und Rot in entflammten Gedanken an ihr schillerndes Zusammenspiel später auf der Leinwand voreilig schon auf der Palette vermischt und vermanscht hat von Sinnen und deshalb nichts herauskommen kann, außer ein trübes, dichtes Grau auf beiden Seiten, auf der ganzen Palette, überall. Ja, und all das ist scheißegal, weil wir sind einfach nicht zuständig für eure Belange. Es geht immer wieder neu los und jeder kann neu beginnen, egal wer, egal woher. Wir sind nicht fixiert auf nichts. Wir sind nicht fixiert, denn wir sind einfach nicht zuständig für eure Belange. Die Kunst hat mich gerettet. Es war wirklich so, ohne sie wäre ich nicht mehr hier. Da kann ich wohl dankbar sein und sie vor denen retten und mich und euch dazu. Ich werde mich in Höhlen sammeln und auf einsamen Brachen mit nichts als einer Blechbüchse in der Hand. Da kommen dann wieder erste Töne raus. Hört ihr sie schon?
Sehr kleines Piepsen. Kratzgeräusche, sehr kleine Akkorde. Hört hin, solange ihr noch könnt. Hört hin, bevor es zum Gellen wird. So laut und scharf, dass es euch mehr als die Trommelfelle zerfetzt. Denn das wird passieren, meine lieben Schweine. Das wird passieren. Vater. Was hat er gelebt? Was hat er an mich weitergegeben? Waren wir Freunde? Waren wir Feinde? Gab es so etwas wie Nähe, Liebe, Kampf, Hass? Mein Vater, dieses fremde Wesen. Mein Vater wurde 1926 geboren. Mein Vater war mit 14 Luftwaffenhelfer. Mein Vater wurde im Juli 1944 mit 18 Jahren in den Krieg eingezogen und hat an der Front gekämpft. Der Vater meines Vaters hat ihn oft brutal geschlagen, wenn er nicht gehorchte. Mein Vater hat mit 59 Jahren aufgehört zu arbeiten.
Nachdem er sich jahrelang in Büros und auf Flughäfen versteckt hatte, saß mein Vater plötzlich zu Hause rum. Er hatte sich mit 59 aus dem Berufsleben zurückgezogen, weil es immer sein Traum gewesen war, irgendwann nicht mehr so viel arbeiten zu müssen. Und jetzt saß er da, hing rum, er saß vor dem Fernseher, lief orientierungslos durchs Haus, kam alle 10 Minuten in mein Zimmer, um nach irgendeinem Gegenstand zu fragen, den er im Haushalt nicht finden konnte, und wollte plötzlich all diese verpassten Jahre Erziehung nachholen. Da war ich aber schon 17. Das war nicht auszuhalten. Dieser hektisch panische alte Mann, der jeden Tag älter und älter wurde. Angst in seinem Gesicht. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Eine zerrissene Welt. Kein Halt. Nur wenn ein Film von John Wayne lief, verweilte er. Lange. John Wayne war sein Held. Und Johnny Cash. Mein Vater rauchte Marlboro. 2 bis 3 Schachteln am Tag. Mein Vater aß Steak. Er war 1,83 groß, er wog meist weit über 100 Kilo, wobei einmal im Jahr ging er auf Kur, um sich 10 Kilo wegzuhungern. Die kamen dann binnen weniger Wochen wieder. Mein Vater hat mich gegen die Wand meines Kinderzimmers geschleudert und auf mich eingeschlagen, als er erfuhr, dass ich meinen ersten Freund hatte. Oder einen Liebhaber. Oder irgendeinen Perversen, der es auf mich abgesehen hatte. Ich weiß nicht, was da seine Bilder im Kopf waren, aber ich sollte ihm die Nummer von Alex, meinem ersten Freund, geben. Alex war älter als ich. Mein Vater konnte sich das nur als eine Art Missbrauch vorstellen. Als wäre ich zu irgendwas genötigt worden. Und vielleicht wollte er mir helfen, mich befreien, mich retten oder so, aber... Du gibst mir jetzt die Nummer von diesem Perversen, ich zähle den vors Gericht. Nein. Du gibst mir jetzt die Nummer. Nein, mache ich nicht. Du gibst mir jetzt die Nummer. Nein, ach, nein, 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 nein! Und er schleuderte mich gegen die Wand. Meine Mutter stand daneben. Und noch eins in die Fresse! Und noch eins! Und noch eins! Und noch eins! Meine Schwester auch. Und er konnte einfach nicht mehr aufhören, auf mich einzuschlagen. Ja. Nach diesem Vorfall habe ich jahrelang nicht mehr mit meinem Vater geredet. Wir haben generell über fast nichts miteinander geredet. Auf jeden Fall nicht über Beziehung oder Liebe oder sowas. Für meinen Vater war ich eine Bedrohung. Ja. Ich war eine Gefahr. Ein Störfaktor. Hatte er Angst vor meiner körperlichen Nähe? Unsere Berührungen waren durch ein Unbehagen durchzogen, das hat mich immer verwirrt. Ich habe gespürt, dass irgendwas an mir, dass ich selbst falsch war. Ein falscher 50er. Das ist auch so ein Ausdruck von meinem Vater, ja? Ein falscher 50er. Du bewegst dich wie ein falscher 50er. Ich weiß bis heute nicht, was das heißt. Also, entschuldige mal. Du bewegst dich wie ein falscher 50er. Was soll das denn heißen? Nicht männlich genug, nehme ich an, ja? Nicht zielbewusst, nicht geradeaus, nicht sicher. Eben nicht wie John Wayne. Nein, denn John Wayne erschoss, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden, der ihm komisch kam. John Wayne war Bushido. John Wayne war Kollega. John Wayne war Trump, war Bolsonaro, war der Alpha-Mann. War der Boss, war mein Vater, wie er sich am liebsten sah, war der Mann, der keine Gefühle zeigt, ja, war ein krankes Herz! Krankenhaus? Dich so zu sehen,
neben den Maschinen. Wie ein Insekt. Du warst so ein Arschloch. Du warst so ein mieses Schwein. Du warst nie Vater für mich. Immer nur Gegner, mein größter Feind. Du hast nie mit mir geredet. Nie. Warum haben wir nie miteinander geredet? Es klingt so komisch. Ich weiß. Das hat es bei uns in der Familie einfach nicht gegeben. Ich kann mich an keinen Moment erinnern, in dem mein Vater mich mal in den Arm genommen hat und ich liebe dich gesagt hat. Ich erinnere mich nur an Momente, in denen ich geweint habe und mein Vater hat so Sachen gesagt wie: Hör auf zu weinen, das bringt doch nichts. Und das war mir klar, dass es nichts bringt. Ich habe ja auch nicht geweint, damit es was bringt. Ich hab halt einfach geweint. Und da begriff ich, dass ich jetzt für dich da sein muss. So viel Liebe. Ist da so viel Liebe, so viel eingeschlossene Liebe, und wir haben nie darüber gesprochen. Ein krankes Herz. Stillstand jetzt. Ich bin nicht mehr hier. Ich bin weg. Papa? Papa? Papa, geh nicht. Geh nicht, Papa! Just remember, in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Mama! Mama! Doch, war ich! Hab ich! Doch, hab ich! Doch, wirklich, hab ich! Darf ich? Ja? Okay. Kräftig blies der Wind. Von da. Und so stand der Weg mir offen, mich durchs Holz hindurch zu pirschen, hinter dem er grub. Nee. Lautlos horchend höre ich seinen Huf im harten Firnschnee knirschen. Sehe von einem Horn die Zacken, wind mich durch Geröll und Wacken vorwärts und verdeckt von Steinen sehe ich einen Prachtbock. Einen, wie man ihn seit Jahren 10, sag ich dir, hier nicht gesehen. Ein Knall und den Bock zusammenbrennen, aber knapp, dass er zu Fall, sitz ich auch schon rittlings droben, greife ihm in sein linkes Ohr, reiß mein Messer schon hervor, ihm's gerecht ins Blatt zu rennen. Hui. Da fängt der an zu toben, wirft zurück sein Horngeäst, dass ich Dolch und Scheit verliere, stemmt's Gestäng mir an die Waden, klemmt mich ein, wie mit ner Zang, und so rennt der Wut entladen, just den, you name it, Gendingrad entlang. Wo ist er? Mama, hast du den Gendingrad einmal gesehen? Wohl
Eine Meile läuft der Drang hin in Sensenrückenbreite. Unter Firneis, Schuttmoränen, Schnee, Geröll, Sand, kunterbunter sieht dein Auge zu beiden Seiten. Dunkle, schwarze Wassergähnen, dort entlang, stoben, pfeilgeschwind. Er und ich durch Wetter und Wind, niere dich solch ein Rösslein, Traum. Plötzlich, da ein Stein sich löst, stößt dicht vor uns ein Schneehuhn auf, das flattert gackernd aufgeschreckt aus dem Spalt, der es versteckt meinem Bock, bums, vor die Lichter. Der, klar, verändert Jagd den Lauf und mit einem Riesensatze. Nieder in den Höllentrichter. Ob uns schwarzer Bergwandfratze, niet uns bodenloser Dust. Durch zersplissene Nebelschichten erst, sodann durch einen dichten Schwarm von Möwen, die zerschnitten kreischend auseinanderstritten, nieder, nieder, nieder sauste es und aus der Tiefe grauste es weiß wie eine Rentierbrust. Mutter, das war unser eigen Bild, das tief aus des Bergsees Schweigen vom Grund zum Spiegel eilte. Bock vom Berge, Bock vom Grunde, stieß zur selbigen Sekunde das Gespritz und das Geklatsche. Ja, da lag man in der Patsche. Nicht gar lang dann, und wir fanden irgendwo einen Fleck zu landen. Er erschwamm und ich umschlang ihn und. Eine Keilerei und wolle Jette! Jette! Der halbe Dachteig getanzt, Jette! Und dann war ich in Morgengrauen ein bisschen in Grüne gejagt. Es hat Rat gegeben, Jette, es hat Rat gegeben. Aber es war kein leichtes Stück Arbeit. Ich habe mir mit Arthur verabredet. Von mich wollte sie nichts wissen. Und dann ist Arthur in seine feine Kluft angetänzelt gekommen und hat sie auch richtig verschleppt. In Beuyon-Keller. Das hat sie ihr gelobt. Auf den Leim ist ihr gekrochen, der ihr Breitjam dort warten tut. Und dann wollte sie fort, weil Arthur ihr gesagt hat, dass ihr Breitjam ihr Jang ist. Und dann Haik wollen ihr noch ein Stückchen begleiten. Und Arthur und Adolf sind mit ihr Jang. Und dann sind wir bei Kalinich in der Hinterstube hingefallen. Und dann ist ja auch von vielen Nippen an Groch und Schnäpse auch Moll um ihr waren. Und dann hat sie ihr nächtigt in Bullenwinkel, bei wo Arthur seine Geliebte ist. Und den nächsten Tag sind wir immer dran geblieben. Immer dran geblieben. Immer zwei, drei Jungs nicht losgelassen. Immer von frischen Quinten gemacht. Und jetzt in der Schublade ist es ja nur auch lustig zugegangen. Hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Und trotzdem hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Und das war auch schon so. Du, Jette, der Oliver Kümmler unten in Knochenkeller meint, dass ich soll am liebsten über die russische Grenze gehen. Heute Morgen 3:30 hätte ihr Glockenläut noch hören gekonnt. Mit Bruno ist nicht zu spaßen, Jette. Wenn du zu Männern hingehst, dann sag, dass ich mal auch auf sowas verstehe und dass der Hänsel mit Karin und Fritz ein Ende hat. Ihr sagt immer, dass ich zu Jan eine Schnitze bin. Aber wenn es Jan nicht mehr geht, dann braucht ihr mir, Jette, wa? Der halbe Nacht habe ich mit ihr getanzt, Jette. Dann sind wir auf der Straße gegangen. Und da ist ein Herr mitgekommen. Verstehst du?
Und wie das ich zu dem gesagt hab, mit ich von Mainz wählen, mit die Dame in Hiechen zu pflicken habe und einen Schneidring aus der Buchse gezogen, hat er natürlich Reis ausgenommen. Und dann hat er gesagt, ängsten Sie sich nicht, Fräulein, wo jutwillig sind und wo keinen Lärm schlagen und wo nie nicht mehr nachwachen, weil meine Schwester nach ihrer Kind, sondern alle ganz jütlich in Juten vereinigt sind. Und dann ist sie mit mich noch gejondelten Sticks. Ja, und da wollt sie nicht. Und da ist sie mit Emal nach meine Jungel, dass ich denke, wie ein Beller, der toll geworden ist. Und hat noch Saft in den Knochen gehabt. Denn ich denke, ich muss aller werden. Und dann war ich mir auch ein bisschen frisch. Und dann war er halt so gekommen. Der Mond hat einen großen Hof gehabt. Und drüben auf dem Zimmerplatz ist ein Luder von Hund immer raufgesprungen und angeschlagen. Dann dreppelte es. Und dann ist ein Gewitter niedergegangen. Aber Geld ist futsch. Ich brauche Merker und Fenjette. Oder geh verschütt. Lad mir niederlehn, tu verrätest Streit, tu verrät Neid. Lad mir niederlehn, in die dumme Zeit, voll von Missverstand. Ach, verrät im Band, was verspielte Zeit. Uwe Kevin Weh, mit ein schneidend Wort. Unsere Lück für Mord, kommt er dies vorbei. Lad mir niederlehn, lad mir niederlehn. Atme niederlehn, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie, venue de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière.
Kitapa, nimm Kitapa, nimm Kitapa. Bitte geh nicht fort, ich erfinde schnell Worte neu und hell, die nur du verstehst. Ich erzähle dir von Verliebten hier, die zweimal erlebt, dass ihr Herz gebebt. Ich erzähle dir von dem König, der starb vor Kummer schwer, weil er dich nie traf. Bitte geh nicht fort, lass mich nicht allein. Geh nicht fort von mir, geh nicht fort von mir. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, de terre brûlée dans la pluie de blé que meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir. Ne se poustille pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Nee, ich frag nicht mehr, nee, ich öl nicht mehr, ich spreek nicht mehr. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter puis rire. Lass mich der Schatten deines Schattens sein, der Schatten deines Hundes, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, bitte geh nicht fort, lad me nicht. Weißt du was? Bitte geh. Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester. Gekrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt. Doch seid auch ihr nun edelmütig, Schwester. Lasst mich nicht schmachvoll liegen. Eure Hand strecke aus. Reicht mir die königliche Rechte, mich zu erheben von dem tiefen Fall. Mein alles hängt, mein Leben, mein Geschick, an meiner Worte, meiner Tränenkraft. Löst mir das Herz, dass ich das eure rühre. Kann ich doch für mich selbst nicht sprechen, ohne euch schwer zu schaden, und das will ich nicht. Das will ich nicht, Schwester, aber ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist, denn ich bin eine Königin wie ihr. Und ihr, der Völker heilig Recht, in mir verhöhnend, schloss mich in Kerkermauern ein. Die Freunde, die Diener werden, grausam mir entrissen, unwürdge Mangel werd ich preisgegeben. Doch nicht mehr davon. Nicht mehr davon. Ein ewiges Vergessen bedecke, was ich Grausames erlitt.
Seht, ich will alles eine Schickung nennen. Ihr seid nicht schuldig, ich bin auch nicht schuldig. Ja, ein böser Geist stieg aus dem Abgrund auf, den Hass in unseren Herzen zu entfachen, der schon unsere zarte Jugend entzweite. Er wuchs mit uns und böse Menschen fachten dieser unglückseligen Flamme Atem zu. Doch jetzt ist kein fremder Mund mehr zwischen uns. Wir stehen einander selbst nun gegenüber. Jetzt, Schwester, redet. Nennt mir meine Schuld. Ich will euch völliges Genügen leisten. Ihr habt mich stets als Feindin nur und Fremdling mich betrachtet. Regiert in Frieden. Jedwedem Anspruch auf dieses Reich entsag ich. Ihr habt das Äußerste an mir getan, habt mich zerstört in meiner Blüte. Jetzt macht ein Ende, Schwester. Sprecht es aus, dieses Wort, um dessen Willen ihr gekommen, denn nimmer will ich glauben, dass ihr kamt, um euer Opfer grausam zu verhöhnen. Sagt mir, ihr seid frei, Maria. Meine Macht habt ihr gespürt, jetzt lernt meinen Edelmut verehren. Sagt's mir, und ich will mein Leben, meine Freiheit, als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. Ein Wort macht alles ungeschehen. Ich warte drauf. Oh, weh euch. Weh euch, wenn ihr jetzt nicht Degen bringt, wie eine Gottheit von mir scheidet, Schwester. Nicht um alle Länder, die das Meer umfasst, will ich vor euch so stehen wie ihr vor mir. Das Ärgste weiß die Welt von mir und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Vorhin lammherzige Gelassenheit, zum Himmel fliehe leidende Geduld. Spreng endlich deine Bande, tritt hervor aus deiner Höhle, lang verhaltener Groll. Der Thron von England ist durch einen Bastard entweiht. Der Briten, edelherzig Volk, durch eine lästige Gauklerin betrogen. Regierte Recht, so länget ihr von mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König! Sklaverei des Volksdienstes, schmähliche Knechtschaft. Wie bin ich's müde, diesem Götzen zu schmeicheln, den mein Innerstes verachtet. Wann soll ich frei auf diesem Throne stehen? Die Meinung muss ich ehren, um das Lob der Menge buhlen. Einem Pöbel muss ich's recht machen, dem der Gaukler nur gefällt. Der ist noch nicht König, der der Welt gefallen muss. Nur der ist's, der bei seinem Tun nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen. Warum habe ich Gerechtigkeit geübt? Willkür gehasst mein Leben lang. Oh, welcher Abgrund von Abscheulichkeiten. Ja, es ist aus, Lady. Draußen ist eure Freundschaft. Bis jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bisher war es nur die Larve. Doch war es denn meine eigene freie Wahl, gerecht zu sein? Die allgewaltige Notwendigkeit, die auch das freie Wollen der Könige zwingt, gebot mir diese Tugend. Umgeben rings von Feinden hält mich nur die Volkskunst auf dem angefochtenen Thron. Ja, es ist aus. Ich vergesse die Königin, die schwer beleidigte, um die Pflicht der Schwester zu erfüllen. Ich glaube euch und ich glaube euch nicht. Ich glaube euch und ich glaube euch nicht. Yeah.
römischer Papst. Spanien. Frankreich. England. Mit hohen Tugenden bedecke ich die Blöße meines Rechts, den Flecken meiner fürstlichen Geburt, durch den der eigene Vater mich geschändet. Umsonst! Umsonst bedecke ich ihn. Der Gegner Hass hat ihn entblößt und stellt mir diese Stuart! Ein ewig drohendes Gespenst entgegen! Sie ist die Furie meines Lebens, wo ich mir eine Hoffnung, eine Freude angepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir im Wege. Ihr Haupt soll fallen! Maria Stuart heißt jedes Unglück, das mich niederschlägt, ist sie aus den Lebendigen vertilgt, freiwillig wie die Luft auf den Gebirgen! Ich trage andere Waffen. Sie treffen tödlich und du bist nicht mehr. Ein Bastard bin ich dir. Unglückliche. Ich bin es nur, solange du lebst und atmest. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu etwas beiträgt. Manche müssen unfrei bleiben. Keiner ist immun, wenn er den Zug versäumt, der ihn dann frei trägt. Wenn er den Zug nicht sieht und alles komplizieren muss, dann wird es Regeln geben, die er respektieren muss. Dann wird ihm sein Arbeitgeber vielleicht sagen: Meine Freiheit muss noch lang nicht deine Freiheit sein. Meine Freiheit ja, deine Freiheit nein. Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert. Deine hat bis jetzt nicht interessiert. Meine Freiheit heißt, dass ich Geschäfte machen kann. Und deine Freiheit heißt, du kriegst bei mir einen Posten. Und da du meine Waren kaufen musst, stelle ich dich bei mir an. Und so verursacht deine Freiheit keine Kosten. Und es bleibt dabei, dass meine Freiheit immer wieder meine Freiheit ist. Deine Freiheit bleibt, meine einverleibt. Und wenn ich meine Freiheit nicht hab, hast du deine Freiheit nicht. Und meine Freiheit wird dadurch zu deiner Pflicht. Und drum sag ich dir, verteidig meine Freiheit mit der Waffe in der Hand und der Waffe in den Händen deiner Kinder. Damit von deinen Kindern keines bei der Arbeit je vergisst, was Freiheit ist. Meine Freiheit sei dir immer oberstes Gebot. Meiner Freiheit bleib, treu bis in den Tod. Wenn dir das vielleicht nicht logisch vorkommt, denk an eines bloß. Ohne meine Freiheit bist du arbeitslos. Ja, Freiheit ist was anderes als Zügellosigkeit. Freiheit ist auch Fleiß, Männlichkeit und Schweiß. Ich werde dir sagen, was ich heutzutage als freiheitlich empfinde. Die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Drum ist in jedem Falle meine Freiheit wichtiger als deine Freiheit je. Meine Freiheit yes, deine Freiheit nee. Meine Freiheit ist schon ein paar hundert Jahre alt. Deine Freiheit kommt vielleicht schon bald, aber vorläufig wird nichts aus deiner Freiheitsambition. Denn du hast noch keine Macht und keine Organisation. Ich wäre ja dumm, wenn ich auf meine Freiheit dir zu lieb verzicht. Drum behalte ich meine Freiheit, du kriegst deine Freiheit nicht. Noch nicht. Goldenes Meer unter blassrotem Himmel. Ein Läuten überquert es. Wolken strömen zusammen, türmen sich auf. Wellen schluchzen wie ein Puls. Ich bin hier, in der Finsternis. Schau nicht in die Sonne, sagst du, aber jemand ist hier, jemand existiert. Ich bin jemand. Jemand will existieren. Versteh doch, sagst du. Verstehen, verstehen. Seit ich klein bin, höre ich nichts als dieses Wort.
Ich musste verstehen, dass man nicht mit dem kühlen, lustig plätschernden Wasser spielen darf, dass man Erde nicht aufhebt, weil sonst die Kleider schmutzig werden. Ich musste verstehen, dass man nicht alles auf einmal essen darf, dass man nicht trinken darf, wenn man erhitzt ist, dass man nicht mit dem Wind über die Felder laufen und sich dann ermattet auf den Boden legen darf. Ich musste verstehen, dass man sich stets gerade halten und guten Tag, gnädige Frau, sagen muss und dass man sich stets ordentlich zu kämmen hat. Verstehen, verstehen, immer verstehen. Ich will nicht verstehen. Du kaufst jemandem Schminkzeug, Rouge und Lippenstift. Und jemand bemalt sich das Gesicht mit Blutergüssen und Schnitten und Schwellungen. Und auf den Spiegel schreibt jemand, sei eine Frau und fick dich. Wir geben diese Botschaften weiter. Schweigen oder Gewalt. Schmerz ist ein simpler Fakt. Ich gebe mich nicht zufrieden mit einem Leben im Finstern. Irgendetwas in mir drin tritt wie ein Berserker. Die Stimme in meinem Kopf immer wieder. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Fass mich nicht an, schreit jemand niemanden an. Tu mir nicht weh, schreit jemand niemanden an. Fass mich an, schreie ich niemanden an. Tu mir weh, schreie ich niemanden an. Es ist die Frau mit den trostlosen Augen, für die jemand stirbt. Es ist niemand, für die jemand stirbt. Ich bin es, für die niemand stirbt. Ein Zackenschmerz durchbohrt jemandes Lunge. Niemandes Zunge in mir, niemandes Finger in meinem Mund. Ein Zackentod sticht jemandem ins Herz. Pulsieren zwischen Scham und Schuld. Niemand raubt jemandem die Unschuld. Mein Schmerz ist nichts verglichen mit dem von jemandem. Irgendwo weint niemand um jemandes Tod. Jemand ist gestorben und niemand ist geboren. Jenseits von Gut und Böse, jenseits der Schmerzen. Ich spucke auf mich. Du kannst mir nichts. Ich beleidige mich. Du kannst mir nichts. Ich erschlage mich. Du kannst mir nichts. Ich ersteche mich. Du kannst mir nichts. Ich erwürge mich. Du kannst mir nichts. Ich ertränke mich. Du kannst mir nichts. Ich ersticke mich. Du kannst mir nichts. Ich enterbe mich. Du kannst mir nichts. Ich zerschneide mich. Du kannst mir nichts. Ich vergifte mich. Du kannst mir nichts. Ich verstümmele mich. Du kannst mir nichts. Ich verbrenne mich. Du kannst mir nichts. Ich häute mich. Du kannst mir nichts. Ich beerdige mich. Du kannst mir nichts. Ich bin niemand. Du kannst mir nichts. Ich bin die Bestie am Ende vom Strick. Ich bin Antigone. Ich steige aus dem Schlamm, dem Morast, dem Staub empor. Ich brenne dich nieder. Ich bin die Kakerlake. Du bist der Kammerjäger. Ich bin der Kammerjäger. Du bist die Kakerlake. Willkommen im Red Kingdom. Ich schmücke meine Wände mit dem Blut von Lügnern, Verrätern und Manipulatoren. Ich verwandle meinen Garten in ein Mohnblumenfeld. Kommt, Schwestern, kommt. Kommt ihr alle, komm, Medea, Julia, Cassandra, Nina, Iphigenie, Ophelia, Gretchen, Maria, Amalia, Luise, Ismene, ihr alle und noch viele mehr, kommt. Ich schütze euch mit meiner Erde, Schwestern, diese Hände scheuen keinen Dreck. Ich schütze euch mit meinem Blut, Schwestern, wie ich es seit Anbeginn schwor. Sie haben uns enteignet, entthront, getötet und gefickt. Jetzt ficken wir sie. Wir schlagen ihnen ihre Fressen ein. Wir nennen es Faust. Wir reißen ihnen ihre Zungen raus. Wir nennen es Pygmalion. Wir lassen sie nackt am Straßenrand stehen. Wir nennen es ein Versehen. Wir treten sie tot. Wir nennen es einen Ausrutscher. Wir würgen sie, bis sie weinen. Unsere Wut reicht bis in die Mitte dieser Erde. Der Gedanke an jemanden lässt die Wut nur weiter aufflammen. Denn in uns allen ist jemand. Jemand treibt im teerschwarzen Wasser. Nackt. Tot. Niemand hebt jemanden aus dem Wasser. Niemand baut ein Floß.
Niemand legt jemanden darauf. Niemand schmückt jemanden mit Blumen und bunten Girlanden. Niemand legt sich neben sie und schaut in den Himmel. Geburt und Tod liegen so nah beieinander. Schau in die Sonne, sagt niemand. Goldenes Meer unter blassrotem Himmel. Wellen summen wie ein Puls. Ich muss lächeln. Ich schiebe das Floß an. Salzwasser an Waden, Knien, Oberschenkel, Hüfte, Bauch, Brust, Schultern, Hals. Ich lasse los. Ich lasse los. Was bist du noch? Jan klebt parallel, ho vissuto in parallelo, immer an anderen Orten, in einem anderen Körper. We know each other, I weiß es. We came afar for unserer Reise. C'est le même sort, was mir teilet. Ich bin ich und du bist du. Toi et moi et toi, was blieb denn noch von mir? Cosa sei ancora? Qu'est-ce qui es-tu encore? Was bist du noch? Mit meinen verdreckten, verrissenen Fingernägeln. Mit den blauen Flecken am Arm vom harten Griff und mit meiner ganzen Angst, die mir die Eingeweide zerwühlt, bin ich doch Königin. Ich bin jemand. Ich bin niemand. Ich bin Antigone. Denken an den Mord ist jetzt noch Fantasie. Doch reißt schon jetzt den einen, der ich bin, in zwei. Oh, dass mir die Tat vergeht vor Angst, dass Zukunft mir die Gegenwart lahmlegt und nichts ist, außer was nicht ist. Das ist ein Dolch, den ich hier vor mir sehe. Den Griff zum Greifen nah. Komm. Ich hab dich nicht und trotzdem sehe ich dich ja immer noch. Bist du nicht greifbar dem Fühlen und dem Sehen? Bist du vielleicht nur ein Gedankendolch aus Fantasie, geboren in einem überhitzten Hirn? Du bist mein Wegweiser, Herr. Ich will den Weg, den Mord und dieses Werkzeug brauche ich dafür. Ich seh dich noch. Ich seh dich noch. Von Griff und Klinge tropft dein Blut. Das war doch vorher nicht. Nein!
Angst. Dein Wesen, zu voll von Milch der Menschlichkeit, das Einfachste zu tun. Was du auch willst, du willst es edel. Lehnst Fallspiel ab, doch willst auf falschem Weg zum Ziel. Du willst das haben, was dir zuruft, Königin von morgen. Ja. Wenn es abgetan wäre damit, dass ich's tue, dann wäre es ja gut. Es wäre schnell abgetan. Kein feiger Mord, doch alle Folgen töten und sein Vollzug nur glücklich sein gebären. Dass dieser Stich die Tat tut und sie löscht. Nur hier, in diesem flachen Diesseitsleben. Das Jenseitsleben, das wäre mir doch ganz egal. In solchen Fällen aber wird der Preis noch hier gefordert. Kommt, kommt, kommt ihr Geister, die ihr den Mordgedanken dient und löscht aus, was an mir Mensch ist. Füllt mich völlig aus, vom Scheitel bis zum Zeh, mit Grausamkeit der Kältesten, verdickt mein Blut. Verlegt dem Mitleid jeden Weg, dass nicht ein Reueanfall der Natur erschüttert meinen schlimmen Plan, dass zwischen Plan und Tat nicht Frieden tritt. Lass dieses Spiel uns nicht noch weiterspielen. Ich habe keinen Plan, den ich der Absicht in die Flanke schlagen kann. Solch Begier, die sich aufschwingt über sich selbst und niederfällt dann auf den anderen. Ich habe nicht solch Begier, die sich aufschwingt über sich selbst und niederfällt dann auf den anderen. Die Hoffnung. War sie denn betrunken, als du dich in sie gekleidet hast? Schlief sie seitdem, sie nun erwacht, das anzusehen, was sie so gerne wollte? Reicht deine Kraft nur für den Wunsch, nicht für die Tat? Willst du das haben, was dir dein Leben krönt? Oder als ein Feigling vor dir selbst dastehen, indem der Satz, ich wag's nicht, auf ich wünsch's mir folgt. Ich wag's nicht, auf ich wünsch's mir. 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 Ich wag's nicht. Sei bitte still! Ich wage, was ein Mensch nur wagen kann. Wer mehr wagt, ist kein Mensch. Ein Buch ist dein Gesicht. Darin kann jeder lesen schlimmes Zeug. Der Welt musst du dich ähnlich machen, um die Welt zu täuschen. Der Welt musst du dich ähnlich machen, um die Welt zu täuschen. Rain
Rainbow! Holst du mir noch ein Bier? Okay, dann mach ich. Danke. Hm? Ach so. Sorry. Wie heißt du? Richard. Was machst du? Beruflich. Warte, ich rate. Du bist ein staatlicher Drogenfahnder. Nee. Warte, du bist diese Schuhe, diese Uhr, dieses Dings. Du bist ein Börsenmakler. Ich kenne euch so gut. Ich kenne euch so gut, ja, weil ich verkaufe viel an euch. Ja. Geld verdienen ist nie verkehrt. Geld verdienen ist nie verkehrt, sage ich immer. Aber Alter, wie kannst du das vergleichen mit deiner Freundin an einem Samstagabendtreffen? Du nimmst eine angenehme Dosis von einem angenehmen Zeug, dann kommt eins zum anderen. Alter, und ihr fangt an und du fängst an zu bellen. Und du machst so. Und sie so. Alter! Ich hab Fernsehen geguckt. Und da war diese Werbung und da war dieser Typ und der hat gesagt. Ich liebe es, mich bei einer schönen Tasse Kaffee zu entspannen. Und da war dieser andere Typ und der hat auch gesagt, ich liebe es, mich bei einer schönen Tasse Kaffee zu entspannen. Alter! Ich check diese Kaffeescheiße nicht. Ich komm da nicht mehr mit. Ich komm nicht mehr mit. Jetzt sind überall diese kleinen Cafés und die Leute sitzen da mit ihren MacBooks und jetzt sind alle total... Ja. Ich entspann mich halt anders, Mann. Ich check diese Kaffeescheiße nicht. Wir leben in einer beschissenen Tragödie. Alter, soll ich dir mal was erzählen von der Tragödie? Soll ich? Mein bester Kumpel. Kenny. Alter, wir zwei, wir waren... Oh Mann. Wir haben früher zusammen gearbeitet. Wir haben uns von so... Typen wie du eigentlich. Weiß schon. Aber, also, nein, das war ein Job. Das war, also, zwischen Kenny und mir, da war nie was. Das war ein Job, das war beruflich. Wir haben uns unterstützt, Mann, das war Teamwork. Kenny und ich sind immer auf diesen super coolen Scootern rumgefahren. Vespas, kennst du Vespas? Und einmal sind wir von den Bullen angehalten worden. Und wir hatten beide so einen Rucksack mit Psilocybin-Pilzen dabei. Und wir haben uns nur angeguckt. Wir haben nichts gesagt, Alter. Und beide gleichzeitig. Und mit 3000 km/h den Highway runter nach Loveland, Colorado. Alter, warst du mal in Loveland? Alter, da gibt's Berge. Echte, riesige Berge und Flüsse und Seen und so ein Scheiß und echte Hasen, Alter. Oh, versuch dir mal diese wuchtigen Berge vorzustellen. Einen Abend waren wir am Lagerfeuer und Kenny sagt zu mir, Red, versprichst du mir was? Und ich sag, klar, Alter, du bist mein bester Freund, ich verspreche dir alles. Und er sagt nein. So schön wie jetzt war es noch nie. Und wenn ich je abhebe,
oder dich verrate, dann will ich, dass du eine Schrotflinte nimmst und mir damit das Hirn wegpustest. Okay, ich mach's kurz. Kenny hat immer gezockt, ja? Und irgendwann hat er halt gewonnen. 1 Million, nach Steuern sind das 500.000, nicht viel. Und ich dachte, jetzt ist Party, geil. Und Kenny will auf einmal sein Leben ändern. Und er hat dieses Haus, cool. Und er hat diese Tusse, cool. Und er hat diesen Job und... Vor 2 Wochen kriege ich einen Anruf. Hey, Red, Kenny hier. Ich mache eine Party mit ein paar Leuten bei mir zu Hause. Willst du kommen? Und ich habe eine beschissene Regel. Lass nie eine Party aus. Also ich mit Rainbow auf den Bock, wir rüber nach Jersey gefahren und ich komme an seinem Haus an. Ich bin an seinem Grundstück, lauf um das Haus rum und da steht am Pool Kenny, Alter. Und er steht da am Pool mit ein paar Typen und er sagt so Sachen wie, ja, bei der Filteranlage muss man wirklich ganz genau aufpassen. Also ich habe ja die 47er, aber seit 2007 ist eigentlich der 39er Standard. Und ich stehe daneben und ich sage so Dinge wie, Also gut, ich interessiere mich jetzt nicht so für den Scheiß und ich weiß auch nicht, wie das dann passiert ist, aber ich war auf dem Carport und Rainbow war unten mit dem Gartenschlauch und hat versucht, mich nass zu spritzen, damit ich da runterfalle und ich fall auch wirklich runter und knall voll mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, fall in den Pool rein mit so 5 Minuten unter Wasser. Ich komm raus und da steht Kenny vor mir und ich denk, yeah! Und Kenny sagt zu mir, du hast mich vor all meinen Freunden blamiert, ich will dich nie wiedersehen, verpiss dich. Und jetzt muss ich morgen früh raus und eine Schrotflinte kaufen. Viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg. Findest Feminismus lustig, weil du es nicht so siehst. Und wenn ich Marx heißen würde, würde ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf. Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken Leute in den Bau, fürs Gras rauchen, wow. Doch Alkohol zelebrieren mit Spots im TV. Warum halten alle in der Bahn Abstand? Und warum muss mich jeder anstarren? Ich will hier weg, wegen der falschen Nachbarn. Aber krieg die Wohnung nicht mit diesem Nachnamen. Also sag mir, was ist fair, fair? 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 Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Affenlaute bei einem Fußballspiel, auf dem rechten Auge blind, weil du es nicht siehst. Letzten Worte, I can't breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust, trotzdem ballern wir ein neuer 100 Mio in die Luft. Leben in einer virtuellen Welt, sind auf der Flucht. Und Designer auf dem Schulhof sind ein Muss. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der dir Angst macht? Und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair, fair? Sag mir, was ist fair, fair? Sag mir, was ist fair, fair? Sag mir, was ist fair? Mein Kopf ist voll, mein Akku leer, sag mir, was ist fair? Das Leben nur Schein, die Ketten sind schwer, aber was ist fair? Wir haben so viel, aber wollen noch mehr. Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair? Also sag mir, was ist fair, fair? Sag mir, was ist fair, fair?
Achilleus, der, wie man im Heer versichert, sie bloß ins Feld gerufen, um freiwillig im Kampf der junge Tor ihr zu erliegen, denn er liebte sie. Zu Dianas Tempel folgen wollte er ihr. Der wollte mal so ein bisschen Rosen festen. Er naht sich ihr voll süßer Ahndungen und lässt die Freunde hinter sich zurück. Doch jetzt, da sie mit solchen Gräulnissen auf ihn herangrollt, ihn, der nur zum Schein mit einem Spieß sich arglos ausgerüstet, stutzt er und dreht den schlanken Hals und horcht und eilt entsetzt und stutzt und eilet wieder und ruft Odysseus mit beklemmter Stimme. Man sieht sich schüchtern um und ruft, Tydide, Tydide, und will zurück schon zu den Freunden fliehen und steht, von einer Schar schon abgeschnitten, und hebt die Hände empor und duckt und birgt in eine Fichte sich. Inzwischen schritt die Königin heran, die Doggen hinter ihr, Gebirg und Wald hoch her, gleich einem Jäger überschauend, und da er eben die Gezweige öffnen, zu ihren Füßen niedersinken will. Ha! Ha! Ruft sie und spannt mit Kraft der Rasenden sogleich den Bogen an, dass sich die Enten küssen, und hebt den Bogen auf und zielt und schießt und jagt den Pfeil ihm durch den Hals. Er stürzt. Ein Siegsgeschrei schallt roh im Volk empor. Jetzt gleichwohl lebt der Ärmste noch der Menschen, den Pfeil, den weit vorragenden. Im Nacken hebt er sich röchelnd auf und überschlägt sich und hebt sich wiederum und will entfliehen. Doch Hetz schon ruft sie. Tigris, Hetz, Leene, Hetz, Sphinx, Melampus, Dirke, Hetzhyrkaon, und stürzt mit der ganzen Meut sich über ihn und reißt ihn beim Helmbusch, gleich einer Hündin Hunden beigesellt. Der greift die Brust ihm, dieser greift den Nacken, das von dem Fall der Boden bebt ihn nieder. Er, in dem Purpur seines Bluts sich wälzend, rührt ihre sanfte Wange an und ruft, Penthesilea, meine Braut, was tust du? Ist dies das Rosenfest, das du versprachst? Doch sie schlägt, die Rüstung ihm vom Leib reißend, den Zahn schlägt sie in seine weiße Brust. Sie und die Hunde, die wetteifernden Oxus und Sphinx, den Zahn in seine rechte, in seine linke, sie und liegt, den grimmen Hunden beigesellt. Sie, die ein Menschenschoß gebar und reißt die Glieder des Achilles, reißt sie in Stücken. Steht sie lautlos da, die Grauenvolle, bei seiner Leich umschnüffelt von der Meute und blicket starr, als wär's ein leeres Blatt, den Bogen siegreich auf der Schulter tragend in das Unendliche hinaus und schweigt. Wir fragen sie, was sie getan, sie schweigt. Ob sie uns kenne, sie schweigt. Ob sie uns folgen will,
sie schweigt. Heute findet hier mein Theaterstück statt. Keinerlei Dekorationen, keine Schauspieler, keine Maske, Requisite, gar nichts, nur die Sarjetschnal. Aber meine Mutter langweilt sich. Sie ist eifersüchtig. Sie ist sowohl gegen mich, als auch gegen mein Stück, als auch gegen meine Aufführung. Weil nicht sie spielt, sondern die Sarjetschnal. Sie kennt mein Stück noch gar nicht, aber sie hasst es bereits. Ein psychologisches Kuriosum, meine Mutter. Unbestreitbar talentiert, gescheit. Sie ist fähig, über ein Buch in Tränen auszubrechen, legt ihr den ganzen Nekrasow auswendig hin, pflegt Kranke wie ein Engel, aber wage es in ihrer Gegenwart, die Duse zu loben. Oje. Nur sie darf mal loben. Nur über sie darf man schreiben. Bravo rufen, in Begeisterung ausbrechen über ihr unvergleichliches Spielen der Kameliendame oder im Dunst des Lebens. Aber weil sie hier auf dem Land diese Droge nicht bekommt, langweilt sie sich und wird böse. Wir alle sind ihre Feinde, wir sind schuld. Außerdem ist sie abergläubisch. Sie fürchtet sich vor drei Kerzen, der Zahl 13, und geizig ist sie. Sie hat in Odessa auf der Bank 70.000 Rubel, das weiß ich ganz genau, aber bitte sie mal, dir was zu leihen. Da fängt sie an zu weinen. Woher, woher? Meine Mutter liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Und wie soll sie auch? Sie will leben, lieben, helle Blusen tragen. Und ich bin schon 26 und erinnere sie ständig daran, Mama, du bist nicht mehr so jung. Wenn ich nicht da bin, ist sie 32. Wenn ich da bin, ist sie 43 und dafür hasst sie mich. Außerdem weiß sie, dass ich das heutige Theater nicht mag. Sie liebt das Theater. Sie meint, sie diene der Menschheit, der heiligen Kunst. Aber meiner Ansicht nach ist das zeitgenössische Theater reine Routine, Konvention. Wenn der Vorhang aufgeht bei abendlicher Beleuchtung in einem Zimmer mit drei Wänden, diese großen Talente, diese Priester der heiligen Kunst vorführen, wie Menschen essen, trinken, lieben, herumgehen, herumirren und ihre Jacketts tragen. Oder wenn sie versuchen, aus trivialen Bildern und Phrasen eine Moral herauszufischen. Eine kleine Moral. Leicht verdaulich, nützlich für den täglichen Hausgebrauch. Oder wenn sie mir in 1000 Variationen immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche verfolgen. Dann laufe ich davon. Dann laufe ich davon, wie Maupassant vor dem Eiffelturm davongelaufen ist, der ihm das Hirn erdrückt hat durch seine Trivialität. Wir brauchen neue Formen. Neue Formen brauchen wir. Und wenn wir die nicht haben, dann haben wir besser nicht, dann verpissen wir uns alle. Ich liebe meine Mutter. Ich liebe sie sehr. Ja, ihr kennt's schon. Aber sie führt ein so sinnloses Leben. Immer schleppt sie diesen Schriftsteller mit sich herum. Ihr Name wird dauernd durch die Zeitung gezerrt. Das macht mich krank. Manchmal spricht in mir einfach der Egoismus eines normalen Sterblichen. Und ich bedauere es, dass meine Mutter eine fucking verdammte Bullshit-Scheiß-berühmte Schauspielerin ist. Und denke mir, wäre sie eine normale Frau, wäre ich glücklicher. Gott gibt seine dümmere und verzweifeltere Situation als diese. Und das ist oft so. Sie hat gestern in ihrem Salon sitzen, lauter Schauspieler, lauter berühmte Schriftsteller, und ich von allen bin ein Nichts. Ich werde nur geduldet, weil ich ihr Sohn bin. Wer bin ich? Was bin ich? Ich bin im 7. Semester von der Universität abgegangen. Ich habe keinerlei Talent. Ich besitze keine Kopeke. Laut Pass bin ich ein Kiewer Kleinbürger. Mein Vater war schließlich ein Kiewer Kleinbürger, obwohl er auch ein berühmter Schriftsteller war. Ja, und wenn all diese Gäste in ihrem Salon sitzen und mir ihre gnädige Aufmerksamkeit schenken, spüre ich, wie sie mit ihren Blicken meine Nichtigkeit abmessen. Ich errate ihre Blicken und Gedanken.
bin einsam. Mir ist kalt. Wie in einem Kellerloch. Und alles, was ich schreibe, ist nur trocken. Hart. Finster. Ich wollte noch kurz was sagen oder fragen. Okay, eigentlich kann ich es beschreiben, wobei beschreiben irgendwie mal einfacher ist als erklären. Also, was ich sagen wollte ist, ich bin nicht müde! Und ich bin keine Möwe! Ich komme aus Hamburg, aber ich bin keine Möwe! Mein Leben ist auch kein Puppenheim! Ich habe Schauspiel studiert mit heißem Bemühen, aber ich bin keine Schauspielerin! Also nicht immer. Ich hätte auch manchmal gerne Feierabend. Tag zu Ende, Abend beginnt, feiern vergessen. Und nicht im Sinne von Kantinenbier, das ist es ja, was ich vergessen will, Smith. Ah, ich verklausuliere mich, falls das nicht schon aufgefallen ist. Manchmal lasse ich sowas vorab fallen. Ah, fuck, der Apfel und der Baum und der Stamm. Es gibt ja so Kunstkinder, so mit goldenem Pinsel im Mund geboren. Gar nicht unbedingt Geld, aber so American Dream-mäßig. Gar nicht unbedingt amerikanisch, aber eben so voller Selbstverständlichkeit in all dieser Unverständnis. Nee, ist ja auch ein schönes Bild. Schön, ich hasse abgegriffene Wörter, zum Beispiel das Wort Hass. Hass, Hass, Hass. Nein, das wird jetzt keine Tirade, in der ich mich durch ein beschreibendes Wort in den Wahn steigere. Beschreiben, genau. Ich habe das ja hier so runtergeschrieben, also visuell habe ich es runtergeschrieben, aber eigentlich in der Hoffnung, mich worauf zu schreiben, um vielleicht eventuell, möglicherweise auf irgendeine Weise irgendwann über den Berg zu sein. Ich weiß, es kommen neue Berge und nicht nur norddeutsche Berge, Berge, Berge. Also ja, ich kraxle und kratze dabei lediglich an der Oberfläche. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich in einer Bergallegorie zu verheddern. Ich sag's, wie es ist, ich bin verheddert. Also, fuck, warum sage ich immer also? Fuck, warum sage ich immer immer? Fuck. Warum sag ich immer fuck? Warum sag ich immer fuck? Warum sag ich immer? Warum sag ich immer fuck? Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. FKKK, FCKK, FC. Massen, 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 Tier. Massen, 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 Tierhaltung. Fuck. Geht von vorn, geht schwer, geht leicht, geht. Schauspiel. Ich hasse, ja, jetzt brauche ich die Prise Wahnsinnssteigerung. Hasse, 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 hasse die Büchse der Paradoxe. Ich will, dass Netflix eine Serie rausschießt, die Unparadox heißt und die mir endlich erklärt, oder unendlich erklärt, Hauptsache erklärt, was diese verfickte Formel für Schauspiel ist. Ich verstehe es nicht, wahr? Okay, wisst ihr was, ich versuche es, ist ja mein Beruf. Berufung, weiß ich nicht, hat mich nie jemand angerufen. Also mein Beruf versuchen, nicht suchen, sondern sich versuchen, auch nicht finden, sondern erfinden. Welt! Also... Weltall. So. Ah. Wisse, wer du bist, aber vergiss, wer du bist. Glaub an dich, aber lob nie deine Arbeit in den Himmel vor dem Morgen. Arbeite hart, aber bleib flexibel. Lass den Körper immer mitgehen. Aber verlauf dich nicht im Verlauf. Dich nicht im Verlauf. Dich nicht im Verlauf. Dich nicht im Verlauf, Forrest, lauf! Kenne alle Klassiker, aber erfinde das Rad neu. Wie komme ich jetzt auf Rad? Vielleicht, weil ich eventuell, möglicherweise auf irgendeine Weise am Rad drehe. Mach das, 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 das und das. Aber spiel dich frei. Kopf. Schalt mal den Kopf aus. Aber sei nicht dumm. Mit mehr Energie, aber nicht verpulvern! Nicht verpulvern, aber komm mal aus deiner Komfortzone raus. Löse es doch technisch. Mach mal mit mehr Energie. Aber nicht so, dass man sieht, Mann! Versuch das, was du da versuchst, mal mehr. Mach mal mit Kunst. Aber hab einen direkten Ton, sei direkt.
Aber spiel nie dich selbst. Spiel nie dich selbst. Es heißt doch nicht Schauspiel, sondern Schauspiel. Aber füll die Dinge an. Füll die Dinge an, aber verfranz dich nicht in Rollenbiografien. Sissi, Franzl, wo bist du gewesen? Nein, Brötchen, ich geht's, verfranz dich nicht in Rollenbiografien. Aber wisse, wer du bist und woher du kommst. Was ist anders, wer du bist und wieso du, weshalb, wieso ist die Banane krumm, warum, was sprichst du? Lass mal mehr los. Aber verlier nie die Kontrolle. Verlier nie die Kontrolle, aber kontrollier dich nicht immer. Mann. Fuck, Alter, du brauchst doch nicht nackt sein. Aber von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Na, geh. Geh mal. Geh mal gegen deinen Typ. Aber besetzen tun wir typmäßig. Besetzen tun wir typmäßig. Besetzen tun wir typmäßig. Besetzen tun wir typmäßig. Besetzt. Aber besetzen tun wir typ. Was? Ja. Aber überrasch uns doch. Überraschen, überraschen, überragend, überraschen, überraschen. Aber überschätze leider ich nicht. Hab Fantasie. Hab Fantasie. Was? Ja, komm mal in der Realität an, sei realistisch. Aber verlieren hier die Hoffnung, 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 Hoffnung. Oh Gott, dieser Text ist zu diffus. Aber wir melden uns bei Ihnen. Verzagt, mit der Verachtung plagt, gejagt an jedem Tag von euren Traumata, die ihr jede Hilfe braucht, unter Spießbürgern, Spießruten lauft, von der Herde angestiert, mit ihren Fratzen konfrontiert. Weiter bist und jede Zuneigung vermisst, die ihr vor dem Abriss steht. Ihr habt meine Solidarität. Ich weiß, dass ihr ein Schutzschild braucht, denn eure Ängste kenn ich auch. Von der Herde mit irren Fratzen konfrontiert. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und ich mich in Fetzen reiß, wenn Verstörung mich umweht, wenn ihr nicht mehr weiter wisst und jede Zuneigung vermisst, wenn ihr vor dem Abriss steht, ihr habt meine